Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Risk Metal Gear Solid Risiko zu Deutsch. Mit Darukart, guten Tag, Grant, hallo, und Perdemis. Hi, und der Peter Wolf. Und sein Zug. Und mein und Zug. Das U-Boot. Das ist U-Boot. Das U-Boot. Die Karawane. Die 6. Sie ist bleibt beim Wieder. Das ist gut eigentlich. So, dann muss ich es nochmal zählen. Hat sich ja ein bisschen was geändert hier, ne? Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5000 wegen dem Hauptquartier. Also 4 Einheiten wegen den 13. Ist das ein einzelnes? Ja. Ja. Das ist Madagaskar. 13. Ich würde mir ein Item holen. Die. Ja, dafür kann ich mir ein Item schon holen. Ja, ne? Genau, für 3000. Ja, damit. Für 2000 wieder. So, also, jetzt mal hier. Laut vorlesen. Dann muss ich. Win the game. Ja, oh. Da steht die Karte mit dem Luftschlag. So, dann 4 kriege ich, ne? Ja. Haben wir, glaube ich, bisher alle bekommen aus der Grants, ne? 5 bekommen. Du darfst auch noch anfangen. So Cheater. Ja, der Cheater. Also richtig Glück für ihn. Quickstart. Es gibt halt Leute, die können anders nicht gewinnen. Nee. Das ist halt du so. Musst ja auch ganz auf die Aufnahme anfangen, bis es so gepasst hat, dass Grants angefangen hat. So, machen wir hier. Oh. Wie unglücklich. Verteidige ich das, ey. Oh, er macht und auch noch die Verschwörung. Damit ich das nicht direkt hier irgendwie echt verliere. Wobei, warte mal, nee, das macht keinen Sinn. Das ist eine nur geopferte Einheit. Jetzt will er wieder das Ding ins Schenken. Ja, so das ist jetzt tut der Erste so gemacht. Das ist Australien, da will ich alles umbringen, was da lebt. Freundschaftliche Move, damit er ihn nicht angreift. So. Okay, so, ich habe alles verteilt. Dann ist wieder dran. Mich mal hier meine 4 Jungs und die marschieren mal nach Nordafrika. Ich sehe mal wieder hier das epische Würfelglück. Brasilien hier wieder. Oh! 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 Überlebt! Jeder ein. Oh Mann. Egal. Wir müssen jetzt immer hier drauf würfeln, also da sieht man die Würfel. Ah, schade. Bam! Raus aus meinem Land! So, und jetzt kommen wir mal hier. Vita, mach es besser. Vita. Natürlich. Das ist eine Frage. Wieso gehst du nur mit 3 rein? Der ist ja eh. Alle kommen mehr. Mehr noch alle hier, alle rein da. Danke, Dalu. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich darf einen Würfel ja neu würfeln. Achso, du darfst einen Würfel neu würfeln. Ja. Und darfst du einen auch ersetzen trotzdem? Ja, okay. Darf er dann auch, darfst du nur den 6er neu würfeln oder auch den 8er? Du darfst einen Würfel neu würfeln. Ja, wenn. Dann halt ihn gleich trocken in 2. Ja. Oh! Ja, aber da ist ja schon mal eine 6. Ja, aber wenn du eine 6 machst, hast du ja. Und der Fall ist 1 gegen 1. Ja, jeder rein. Das ist noch gut, das ist noch geil. Ägypten, denk doch an die Pyramide wieder. Dann ist es gut. Ich denke an nichts anderes. Nach und Nacht. Tag und Nacht. Geheimnis der Pyramiden. Oh! Oh, du darfst sogar neu würfeln. Oh! Alter! Oh! Wie geil! Alter, der epische Wolf hier. Oh! Da greift man weiter an, Peter. Das ist mir doch egal. Ich hatte die Würfel schon weggelassen. Nee, nein, ich wollte ja hinten. Oh, pain in your ass. Oh, Wie ist es? In your face. Oh. Nein, jetzt raus hier. Die haben wir ja die 5 nicht mal. Sie haben sich tapfer geschlagen, aber. Da hat es viel Einheit gekostet. Ja, da waren grausame Felsen in Afrika. Das Afrika gehört jetzt schon mal mir. Afrika. Nicht mehr so lange. Okay, das waren erstmal meine. Weißt du was? Vita wird über Australien sich nach Asien. Er will nochmal anders. Oh, ja, Vita! Oh, der will dein Land haben. Ich will es haben, aber oh, nein! Ja! Bitteschön! Das gibt Krieg da in Australien. Krieg, ja, das hätte ich nicht gemacht jetzt. Oh, jetzt da. Damit hat er seine Angriffsphase beendet. Ja, das bin auch fertig. Jetzt musst du noch einmal würfeln für das Luftschiff. Das Luftschiff und die Luftschiff. Oh, es bleibt da! Ja, das
Vita ist das U-Boot. Ja, das ist momentan. Das ist ja nicht im Wasser. Das ist okay. Ja, das heißt, ich darf jetzt noch Einheit verschieben, ne? Wenn ja. Ich möchte. Kann ich die nur ein Land machen? Wir haben erstmal immer nur ein gemacht. Also, weil wir mehrere verschieben können, deswegen mal nur über eine Ecke. Okay. Das sagt er und macht direkt zwei. Was? Hier. Ja, das ist aber hier. Da, ja, doch, ich hab dir die Ecke nicht gesehen. Nee, die kannst du auch. Ja, ja, die Grenze. Achso, okay, ja. Das wäre witzig. Ja, nur eins, okay, also. Gut, dann ist mein Zug. Ein Kontinent. Der Herr Wolf ist an der Reihe. Der Herr Wolf ist an der Reihe. Was hat er denn noch, der Herr Wolf? $5,000 kriegt er gleich. Ne, was hat denn der noch nichts mehr? Da muss er erst noch Platz haben. Kriegt noch $5,000. Warum macht man das nicht mehr? Wenn du nur noch 4 Einheiten machst, dann hast du $4,000. Ach, klar. Ah, Einheit, hiermit man die Dollaranzahl. Nee, das eine zu sicher. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind schon mal 3, du bekommst trotzdem 4 Einheiten. Ja, ändert 10 ist immer noch 3. Also 4 Einheiten bekommst du. Wie wir alle. Und durch mein Quartier kriege ich noch 5, ne? Nee, das ist damit eingerechnet leider schon. Und dann kriegt er trotzdem 5.000. Wie ist das nochmal mit dem Geld? Das, nein, er bekommt nur 4.000. Warum hat er dann 5? Weil er 5 Einheiten bekommen hat. Ich habe 4 Einheiten bekommen. Du hast 5 bekommen. Nee, 4. Und du hast auch 4, oder nicht? Kontinent. Wie viele Länder plus Städte hast du? Ich hatte... insgesamt. Ich war noch der Einzige, der du hast 15. Das sind, du hast dann eigentlich 6 bekommen. Ah, dann krieg ich ja noch 1000. Dann haben wir aber alle die Runde weniger bekommen. Ich habe auch noch 4 bekommen. Ich habe auch noch 4 bekommen. Na, du hast doch nicht. Aber ich habe 5000 bekommen. Ja, genau. Und dann kriegst du einen zurück. Nein, weil. Und ich habe einen zu wenig. Er hat einen zu viel. Genau, ich habe einen zu wenig. Und du bist genau richtig. Ich habe genau richtig. Was? Okay. Ah, du willst kaufen? Ja, ich will kaufen. Er kauft. Wenn ihr jetzt alle macht, dann scheint es ja richtig zu sein. Das ist geil, das ist auch gut. Sonst kannst du Geld auch nicht benutzen, außer wenn ein Held spielt. Das kostet wie viel? 1000. 1000. Oh, Einheit, 1000. Da gibt es auch die, außer vom Basic Concept gibt es da die Regel, dass du in jede Runde 1000 zahlen musst, wenn du für dich kämpfen musst. Also du bezahlst ihn sozusagen. Mhm. Jetzt gucken wir, was die blaue Macht macht. Alles ja, da unten die blaue rein. Macht. Ja. Alles da unten rein. Er hätte jetzt noch die Option auf das Luftschiff, wobei das ist nicht einfach zu kriegen. Erst den Kontinent. Luftschiff, warum? Kontinent U-Boot. Ist danach ja eh sicher. Das ist ein U-Boot. Ein U-Kontinent. Also einen möchte ich gerne noch hier hin haben. Ich probiere diese Stadt irgendwie noch zu halten. Weil ich sonst bin. Ja, du kannst da unten eh gut Einheiten fahren. Auch wenn du die anderen vielleicht verlieren sollst, solange du den Kontinent hast, den nimmt dir keiner weg so schnell. Afrika ist einer der beschissensten Kontinente zum Halten. Ich bin unzufrieden, möchte ich sagen. Das ist noch alles drin. Ich bin unzufrieden. So, ja, vor allem Raiden ist irgendwie auf verlorenen Posten. Nee, das ist hier, solange du Asien nicht abgibst, der ist ja stark. Gut, wir fangen mal an zu battlen. Ja. Und ich geb dir nichts. Ich helfe dir. Battle woanders. So, fangen wir oben mal an. Da haben wir noch einen Einheit. Und noch einen Würfel bitte. Das ist schwach. Gib rot, gib dem Verteidiger. Oh, jetzt will das wissen. Nein, darf ich nur. Die epische 6 kommt jetzt die 6. Au! Au! Knapp daneben. Was die epische 6? Nee, so, weg mit dir, du Lusche. Ja, ich würde das auch sichern und danach alle da oben. So. Ja, das ist aber ein Angriff, das ist geil. Außer halt das U-Boot. Ich hätte vielleicht eher das U-Boot. Also, das hat dann ich erst den Kopf. 6 ohne 4. Achso, 6 aber 2. 6 wieder ein. Jeder einer weg. Ja, aber wenn wir jetzt da reingehen, dann hätte auch so viele. Oh. Ja. Ich wehre mich nach Leibeskräften. Komm, das kriegen wir gehalten. Das kriegen wir gehalten. Nein, kriegen wir nicht gehalten. Also, weg mit dir. Wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit. Ich muss mir kurz mal da reinordnen. Das ist so, was mein Mann. Ich schaffe mit den Füßen. Ich gebe dir mal den Mund zu küssen. So. Ich gebe dir noch einen Tipp, was ich machen würde. Da du Raiden hier total abgeschirmt hast, du könntest schaffen, mit Raiden da runterzukommen. Ja, ich. Das ist so, was ich gerade überlegt habe, ich was hier einfach runterprügeln möchte. Dann versuchst direkt hier. Hier gehst du nur durch zwei Felder durch. Wenn du hier komplett runter gehst, ja,
Ja, oder könnte ich den noch mitnehmen lassen? Ja, dann nehme ich mich noch mit. Rain hat plus 2 auf den höchsten Angriffswürfel. Also im Angriff ist er stark, dafür in Verteidigung scheiße. Minus 1 auf den höchsten Würfel. Guck mal dann, weil ich hier oben wahrscheinlich eh nichts halten werde. Aber kann ich das von hier und von hier angreifen? Gleichzeitig kannst du erst da angreifen, dann ist der Kampf zu Ende und dann kannst du von da kommen. Du kannst auch erst hier unten versuchen mit freizuräumen und dann von oben den Weg zu machen. Ja, aber gerade Raiden ist ja mein Angriffstier. Ja klar. Deswegen. Dann hat er ja gleich schon Asien. Ich überlege halt, ob ich das Ding hier aufgebe. Also hier, weißt du, was ich meine? Ich will noch einen hier drin. Also, hey, Asien, guck mal. Ja, Asien ist so. Der dickste Kontinent. Guck mal, wie viel. Ja, aber Asien zu halten ist genauso schwer. Er sollte sich hier aufbauen und dann Asien übernehmen. Jetzt hat er ist er abgeschnitten. Ich kann Raiden ist in der Verteidigung, ist er kacke. Ja, oder klar. Also wenn er jetzt da oben stehen bleibt, dann kill ich den. Richtig, das ist jetzt der aber Punkt. Der kommt doch dann wieder, oder? Ja, oder ich nehme ihn mir. Also wenn ich dann jetzt so einen zweiten Helden haben könnte, ist er eine Runde im Pott sozusagen. Könnte ich mir Raiden nehmen in der Zeit. Okay. Ah, greife ich jetzt mit 3 oder direkt hier ziehe ich so viele wie ich kann rein. Zum Weiterziehen ist natürlich besser, ne? Ja, ja, aber warum soll ich denn alles hier sammeln? Da habe ich gar nichts davon gewonnen. Du kannst aber den Weg hier unten frei machen, dass du hier, du kannst nur das die einzige Stelle, von der du hier Angriff wenden. Pass auf, nee, ich greife jetzt als erstes mal, mach mal hier mal so ein Doppelbett. Das ist das erste, was wir machen. Um zu gucken, was Raiden damit macht. Würfel auf dem Spielfeld, damit man das sehen kann. 6-4, habe ich nur gewonnen, wa? Ja, das hat er schon gut gemacht. Das kannst du mit dem einen sogar noch da hochgehen, wenn du willst. So ein One-on-Two-Battle. Ja, versuch mal. Und gut würfelst. Ist aber auch vielleicht eine verlorene Einheit. Ja, ja, richtig. Das was ist der Nachteil. Risky. Ich glaube eher, dass ich die zurückziehe und meine Stadt erhalte. Das machen wir gleich. Muss auch gleich machen, ja. Sonst wäre dann erstmal gehen wir hier mit 4 Leuten rein. Inklusive Raiden, ne? Ja, natürlich. Chinesen sind bekannt, dass sie halt kämpfen. Ah, warte mal, plus 2 kriegst du jetzt auf den höchsten. Ja, das ist schon mehr. 8. 8 und 2. Achso. Du verlierst beide. Die Asiaten. Ja. Kannst du überlegen, ob du hier noch. Kannst du dich auch weiter. Nee, von hier kommst du jetzt nur dahin, ne? Genau. Also, du könntest in einen gelben Kanzler wegmachen, dann ist die Flanke da schon mal. Ach so, ja, ja, aber. Aber dann, wenn du Raiden nutzen willst, würdest du Raiden da stehen lassen oder ziehst du den mit? Nee, der Raiden zieht immer mit. Okay. Der. Macht ja auch bei der, Sinn. Der verteidigt nicht. Der verteidigt nicht, da hat er gar keinen Bock drauf. Oh, Vita hat doch einen ganz guten Start hingegriffen. Naja, das sag ich ja. So. Eigentlich greifen wir jetzt tatsächlich nochmal hier richtig prall rein. Das ist wohl eine kluge Entscheidung, weil dann hast du diese ganze, in den halben Kontinent schon vielleicht. Also mit 3 Würfelwürfeln plus der oberste bekommt plus 2, der hat nur einen. Einen habe ich nur da? Ja, 6. Muss ich überhaupt noch würfeln? 6 Würfel, ja. Schade. Oh, der Vita will Asien. Egal, Vita legt wieder gut los und dann nachher. Ja, wir kennen das ja. Kurz vorm Finale. Nein, da wieder. Dann kurz beendet. Okay, muss ich einen bei meiner Stadt stehen lassen? Ja, ne? Einen, ja. Einer muss immer im Territorium bleiben. Du kannst ihn aber jetzt verschieben. Genau. Aber immer nur um eins. Ja, ja, dann verschieben wir ihn nämlich wieder hier. Ne, Moment. Gehen wir da hoch oder gehen wir da lang? Hier kannst du nicht hin, das ist zu weit. Ne, ne, hier oder hier. Das überlegen. Achso, ja. Das kannst du. Würde aber sehr hinauslaufen. Im nächsten Zug kommst du auch nur dahin. Was haben wir denn da? 18 Territorien, so, könnte wieder das haben. Nach hier. Können wir gleich mal durchzählen, ja. Achso, Moment, das könnte jetzt zählen und dann mal gucken, ob ich die anders verteile. Verteile ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nee, mehr hast du. Mehr ist nicht drin. Schwache Runde von uns. Schwach, wieder. Andere Leute hätten jetzt schon gewonnen. Es hätte schon vorbei sein können, das Spiel. Ne, der muss ja, einer muss ja stehen bleiben. Die bleiben auch da, da sind immer nur einer, da ist einer, da ist einer. Das ist natürlich ätzend, ne? Wenn du überall nur einen stehen hast. Das ist blöd. Hm? Ja, da kann ich ja überhaupt nichts bewegen. Hier steht ja überall nur einer von mir. Ich kann den nicht bewegen. Den kannst du bewegen.
Und Dean hat es blitzen. Ja, der hat sich ja schon bewegt. Ne, du bist jetzt nicht mehr bei einem Angriff, richtig. Kannst du denn eine Dreier? Achso, aber nach dem Angriff hier hätte ich nicht nochmal hier angreifen können. Doch. Doch? Ja. Ja, dann hätte ich ja direkt weiter gerusht. Du bist hier mal nicht so viel, wenn du überall hier einen stehen hast und ich packe jetzt einfach 8 Einheiten da, dann renne ich ja durch das Land durch. Ja, das ist ja immer wieder Start. Dann ziehen wir den auch hoch, weil da kommt erstmal eh keiner hin. Ja, hier, hallo. Wenn der gleich hier alle rein. Ich keine Angst, wieder. Das Asien gehört dir dann auch nicht mehr. Quatsch. Du bist ein Quatschkopf, Alter. Quatsch. 2 Runden Seite. Der Asien weg, nur da unten. Rollt die Träne. Wir blenden hier nochmal auf und stellen hier noch einen rein. Raiden bleibt auf jeden Fall da. Ja, mehr kann ich glaube ich nicht. Sieht das eine Territory? Obwohl, nee, Moment, den hier kann ich ja hier hinstellen. Ist der nicht gerade rübergegangen? Ist gerade rübergegangen. Aber der andere nicht. Nein, das zählt nicht, weil er kann sich weiter, also kannst eigentlich bewegen, der sich vorher hätte auch nicht bewegen können. Achso, nein. Das kannst ja, dann wäre es ja theoretisch der. Das ist ja die gleiche. Ja, obwohl, sonst könntest du ja nicht. Ja, oh, der hat sich bewegt. Ja, hast du recht. Was das hier ist? Anzahl der Sterne oben, kannst sagt dir, kannst du ja eintauschen. Wenn du darf ich die immer eintauschen oder nur in meinem Zug? Wenn du da bist. Ja, dann scheine ich fertig zu sein, ja. Ja. Dann ist der Grants wieder dran. Jetzt sehen wir noch ähnlich nach, wie viel Territorien du hast, damit wir das mit dem Geld und den Einheiten richtig machen. Du hast 9. Territorien inklusive Städte, 9. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macht 3 plus 3000. Also 4. Nein, 4, weil der Hauptgebiet geht stimmt auch noch rein. 4000 plus, obwohl gib mir gleich eine Karte, weil die hat ja wieder 3000. Danke. Du kriegst jede Runde durch die? Ja. 3000 Tage. Eine Karte extra sozusagen. Das ist schon die Runde. Das ist schon schlecht. So 4, warte mal, die stelle ich mir hier schon mal. Aber dafür hat er halt im Angriff und der Verteidigung nichts Besonderes. Ja, gut. Dafür kann er nicht mehr. Er muss sich halt einbunkern und mit Items spielen. So ein. Ach, scheiße, ich hätte den doch auch noch ausblicken können. Hättest du ja. Nein. Müssen wir nicht U-Boot würfeln? Ach, warte mal, ich krieg noch 2 Bonus-Einheiten. Ja. Das U-Boot ist schon ausgewürfelt. Ja, und 2 Einheiten bekommen. Aber würfel das U-Boot. Die 3. Le 3. Hier, wieder. Zurück in Europa. Oh, das ist kacke. Überlegst dir, Grants, das ist ein dicker Erfolg. Das ist wirklich ein Erfolg, den einzunehmen in einem Zug. Und der steht ja gerade dran. Ja, stimmt auch wieder. Mit genug Truppen auch. Ja, und der kann ja noch setzen gerade. Recht krass, weil wir deinen Helden auf das Ding drauf. Hier mit Raiden auf dem Ding. Dann ist Land unter. Ja, und dann läuft er überall an. Hört ihr das? Ja. Der Spielmannszug kommt wieder. Der letzte Mal ist hier, wo manche aufgenommen haben, ist hier und eine Marschkapelle vorbeigezogen. Und noch einen Bonus. Ne? Und ja. Es kann auch ein Flughafen sein, das heißt plus 1 auf Angriff, plus 1 auf Verteidigung für das Gebiet und so weiter. Da sind schon krasse Sachen dabei. Ich habe das Schlechteste bekommen. Also es gibt Besseres. Gefällt mir alles auch nicht so ganz hier. Ja, ich riskiere es mal. Ich packe alle hier nach Schottland. Alle auf der Insel. Und jetzt das Schiff. Und dann greife ich das Schiff an. Ich würfel für das Schiff. Ja, kannst du ja auch. Hast du mich gesucht? Ich einen Ort, der schlechteste Würfel. Wer ist denn der schlechteste Würfel? Ja, super. Danke. Danke. Das war Nummer 2. Sag mal, wieso checkt ihr jetzt gerade? Ja, ich bin die Monster. 4 und 3 und verlierst 2. Mann, das ist hier der schlechteste Würfler. Ja, das war 4 und 3. 5 und 3. 3 und 2. So, jetzt haben wir sie down. Warte mal, jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, wie viele sind denn da noch? 5 insgesamt. Was ist denn jetzt? Warte mal, das kann ja weiterfahren. Du entscheidest es jetzt nur noch. Wenn du es besitzt. Wenn du es komplett besitzt. Ja, halt, aber was ist, wenn ich jetzt da. Dann fährt es weiter. Mit meinen Leuten drauf. Wie geil, lockst du an, rein da langs, nach Grants Blatt. Warte mal, das sind die Gelben noch drin. Richtig cool. Ich mach das anders, ich schau alle außer ein. Mhm. Die Gelben sind noch drin, Leute. Und sie. Docks sind so wahrscheinlich wird sie jetzt lang also so ein die nächste versuchen zu kriegen. Also ich habe die Karte, genau. Versenke ein U-Boot deiner Wahl. Das glaubt ja 2, ne? Ja. 6, 6, 3, 2, 2. Dann kommst du auch noch durch.
Wenn wir gleich weiter angreifen. So die. Ah, shit, ich nehme die Stirn 6 und 4. Friends verliert 2. Oh, shit. Hallo, hallo. Das reicht nicht. Boah, komm, mach ein Klappe Game, ey. Oh! Nur noch 2 Units. Ein normal noch. 2 gegen 3, sind wir noch drin. Oh, ich hab hier noch was. Jetzt muss gekauft werden. Der jetzt holt er schon. Er zieht die Pay-to-Win-Karte. Kannst du auch gewinnen, wenn du gut würfelst? Ja, das Problem ist ja nur, wenn er jetzt weiterfährt. Das ist ja scheiße. Wenn du gewinnst, gewinnst. Dann fährst du nicht weiter, dann entscheidest du ja. Ich würfel auch extra schlecht für dich. Boah, jetzt komme gleich ein Hasenfuß. Mach das Ding fertig. Und danach darf ich da mit hinfahren, wo ich will, oder was? Ja, ja, das ist halt für jede Runde abdeckt, wo du willst. Ja, komm, ey. Komm schon. Kannst du auch erstmal in dein Land legen, um es voll zu laden. Oh! Oh! Ah! 1-1. Eins. Oh! Oh, schau. Oh Gott. Du darfst aber noch mit 2 verteilen. Ja, ja. Gönnt ihn aber noch. Oh, 6. Ah! 1 gegen 1. One on one, Alter. Spannend. Ja. Die 5. Oh. Ja! Schwere Verluste! Oh. Schwere Verluste! Du kommst erobert das Schiff in einen Zug. Take nee, over Outer Heaven in one. Warte mal! Oh. Ja, nee, schon gut. Da haben die Schotten aber gelitten, ey. So, und du bekommst dafür. Additional Maneuver. Das ist, du kannst über 2 Gebiete ziehen jedes Mal. Ah, okay. Also du kannst mehr. Aber ich fahre jetzt hier hin. Ja, genau. Du sicherst es. Ja, hallo, ein. Schon beladen. Ja, ich kann das da hinten mal voll laden, solange jetzt. Mach doch voll mit blauen. Okay. Blauen Matratzen sind vorne besser. Da noch Leute bewegen, ne? Und jetzt hat jeder von uns noch. Darf ich jetzt noch was mehr kaufen? Nein, kaufen am Anfang des Zuges. Was hat jeder von uns? Ein Angriffspunkt mehr, wo Grants und angreifen kann, den du sichern musst. Du kannst ihn also nicht nur hier hinsetzen, sondern da hinten ist jetzt auch blöd. Ja, der kann jetzt hier jederzeit, also nicht nur da, sondern von hier kann er jetzt auch kommen. Ja. Macht aber nicht, oder? Feines. Nee, macht er nicht, oder nicht. Ich gehe hier und hier hin. Jawohl, der verschiebt. Das heißt, willst du jetzt echt dein Uhr unterhalten? Ja, klar. Ja, der wird doch nachher ja, was mit ich werde hier jetzt gleich meine Sachen verlieren. Das heißt, ich muss jetzt mich hier eine Armee aufbauen und dann hier nach Afrika. Bitte! Du bist hier nicht willkommen! Sagt, wann ist Grenze so Mimose? Geh doch nach Nordamerika! Nein. Passt doch zu Südamerika! Wir halten zusammen. Wir müssen ja wieder zusammen gewinnen. Nee, ja, du darfst, aber ich weiß nicht, wie sehr dein Teil ja, aus? Ja, Runde ist vorbei, dann machen wir jetzt Feierabend. Tschüss! Alles Gute gemacht? Ja. Macho! Bis zum nächsten Mal! Ciao. Tschüss! Ciao, tschüss!